Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von MP Custom Effects das Autobar. Das Autobar ist ein relativ neuer Effekt von dem Mastermind von MP Custom Effects mit dem toll klingenden Namen Miloš Popović aus Serbien. Für alle Leute, die Miloš Popović noch nicht kennen, warum kennt ihr ihn nicht? Dieser Mann baut tolle Effekte. Aber ja, kommen wir zurück. Ich habe schon ein Video von dem Gainiac gemacht, was ein ziemlich geiles Verzerrerpedal ist. Und Miloš hat mir sein neues Autobar gesendet. Vielleicht sollte ich erst einmal kurz erklären, was ein Autobar überhaupt ist. Wenn man Wah sagt, denken die meisten natürlich an den Klassiker, das Crybaby Wah Wah, wo wirklich mit dem Fuß praktisch dieser Wah-Wah-Effekt erzeugt wird. So, ein Autobar macht jetzt im Prinzip, dass dieses Wah-Pedal praktisch nicht mehr mit dem Fuß bedient werden muss, sondern dass es automatisch praktisch dieses Wah-Wah macht, also dass praktisch automatisch dieser Treble-Regler bewegt wird. So, kommen wir nun zu dem Aufbau von dem Miloš Popović Autobar. Wir haben im Prinzip, wie man hier sehen kann, vier Regler, nämlich Sense, Decay, Bias und Reso. Was jeder dieser Regler zu sagen hat, ich habe keine Ahnung, das müssen wir jetzt gleich dann einfach zusammen herausfinden. Ansonsten haben wir noch einen On-Off-Schalter und wie natürlich bei Miloš meistens der Fall sind die Input-Checks wieder oben oder unten an dem Pedal, was einfach so sinnvoll ist, wenn man es auf ein Pedalboard packen möchte. Gepowert wird das Ganze natürlich wieder mit 9 Volt, ganz normal, und es ist ganz einfach wieder, wir haben wieder eine sehr schöne Grafik auf dem Pedal und es ist natürlich wieder absolut self-made mit diesem Aluminium-Chassis, also es ist auch wirklich sehr, sehr leicht. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das Ding mal an. Bis gleich. Thank you.
So, jetzt wisst ihr, wie das Autobar klingt. Was ist meine Meinung zu dem Autobar? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ein Autobar für mich persönlich niemals in Frage käme. Ganz einfach, weil ich es mag, das Ganze mit dem Fuß zu steuern, das Autobar und das war mit dem Fuß zu steuern. Und ja, das war an sich, also das Autobar funktioniert. Es macht definitiv durch die Anschlagsdynamik dann diesen Wah-Effekt. Und ja, ansonsten, es ist natürlich, ich würde es eher einordnen, ich weiß nicht, für eine Funkband, wo man so vielleicht, oder wo man vielleicht so ein Wah braucht, würde ich es vielleicht jetzt gar nicht so nehmen. Da würde ich wirklich das ganz normale Standard-Wah-Pedal empfehlen. Aber ansonsten, wenn man jetzt wirklich so ein etwas abgedrehten Sound so in die Indie-Richtung braucht, ist das MP Custom Effects Autobar bestimmt eine tolle Lösung. Ja, wie könnt ihr euch dieses Pedal holen? Wie ich schon gesagt habe, es ist ein sehr kleiner Hersteller und deswegen müsst ihr einfach auf Facebook gehen, müsst Miloš Popovic suchen oder MP Custom Effects, schreibt ihn über den Messenger und dann könnt ihr Miloš dann wird euch Miloš zurückschreiben, ihr könnt euch eine Grafik aussuchen und dann habt ihr bald schon ein ganz super cooles Pedal von Miloš direkt aus Serbien. Und das Coole ist, erstens, die Pedale sind komplett handgearbeitet und bei weitem nicht so teuer wie jetzt ein normales Boutique-Pedal. Und ja, dann bekommt ihr das in so einer, ihr müsst mal auf meinen Kanal schauen, es gibt ein Unboxing-Video von meinem Gainiac. Und das Coole ist ganz einfach, es kommt in so einer Kinderverpackung, so in Pappe und dann, es ist total cool, dieses Ding dann auszupacken. Und ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht und nicht vergessen, unten geht's zu meinem Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir irgendwelche Kommentare hinterlasst und ansonsten vergesst nicht zu abonnieren und ansonsten macht's gut, keep rocking.